Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Warfriends. Ich habe durch das Geplänkel Level 10 erreicht und damit die Arena freigeschaltet. Was ist die Arena? Der Arena-Modus ist ein zeitbegrenzter Wettkampf, in dem Spieler um besondere Belohnungen wetteifern in Gefechten mit ausgeglichenen Waffen, Einheiten, Gesundheit und Schildpower für ein faires Gefecht. Sammle 50 Orca-Teile und verbessere auf Elite-Orca. Schauen wir mal. Gucken wir uns mal an. Phase 2 von 4. Dieselben Armeen, Spezialfähigkeiten und Elite-Perks, nur eure Waffenskills entscheiden, wer als Sieger hervorgeht. Gleiche Armeenfähigkeiten, Perks aktiviert, zufällige Waffen aus Arsenal, gewinnt für Arena-Gefechte. Verliert ihr zweimal, das war's. Spielerpower ist gleich. So, na dann, Arena betreten wir mal. Was ist das hier? Ein Sieg, Bronzebeutekiste. 4 Siege gibt es Goldschilde. Nee. Perfekt. Achso, 5, 1, 3, 5. Ach, keine Ahnung. Schauen wir mal. Natürlich kann man sich hier noch mehr Karten mitnehmen. Schauen wir mal. 5000 Schaden. Aber auch unsere Waffen, wahrscheinlich aber auch unsere Gesundheit entsprechend ein bisschen erhöht. Na, kicken wir doch mal. Petris. Guten Tag, Petris. Da kommt halt ein Panzer, ne? Soll ich dazu irgendwas sagen? Außer, dass ich überhaupt nicht gewinnen kann, weil die einen fetten Panzer haben? Da fuck! Also bisher... Ja, jetzt kommt der nächste Panzer. Dann bin ich mal gespannt, wie ich das gewinnen soll. Bitte. Was? Oh Mann, ich habe schon die letzte Mission gemerkt, dieses Spiel ist einfach nur totaler Bullshit. Vor allem, ich kann man den Waffen gar nicht wechseln, oder? Wo kann ich denn hier sagen, welche Waffen ich haben möchte? Ich meine, warum hat denn der einen Panzer? Ich denke, wir haben alle das Gleiche. Oh, er ist übrigens trainiert. Na, aktuell versuche ich ein bisschen Grenadier und meine Dings zu verbessern, so ein bisschen AOE-mäßig zu verbessern. Dauert einfach nur Zeit. Okay, Kampferweiterung, Kiste abholen. Ich kann hier nicht auswählen, was ich haben möchte. Okay, nochmal Arena. Schauen wir mal. Wer jetzt unser Gegner ist. Ich hatte mal außerhalb der Aufnahmen einen einzigen Kampf habe ich gemacht und es war so dumm, ja, also die Gegner, wenn die halt die ganze Zeit irgendwelche Goldkarten nutzen, du hast keine Chance gegen die. Die überrennen dich gnadenlos, vor allem wenn die jetzt mit Panzern kommen, Alter, mit Panzern! Erst einen BAM Panzer! Was ist schön, der Panzer? Wahrscheinlich sollte ich diesen Autoeinsatz rausnehmen. Asal Kara.
Headshot. Sabotage. Zerstöre eine feindlichen... Ja, klar. Okay, Sabotage wäre ganz praktisch, ne? Das irgendwie dabei zu haben. Ja, er besiegt mich halt wieder easy going. Der tötet mich halt ohne Probleme. Warum hat er halt wieder einen Panzer dort, ja? Crazy shit. Na, ich komme mit dem Auto-Einsatz komme ich überhaupt nicht klar. Also Auto-Einsatz ist schon wichtig. Ratatatatat. Die zerstören einfach mein Schild easy going mit einer. Mit einer Munitionssalve. Ja, also Arena kannst du echt in die Tonne treten. Das brauchst du erst gar nicht versuchen. Da hast du überhaupt keine Chance. Ich weiß nicht, warum man hier mit Level 10 Arena bekommt, wenn du eh nur abartig starke Gegner bekommst. Keine Ahnung, was das soll. Vor allem, ja, keine Ahnung. Ach, fick dich, ey, mit deiner Arena. Verpiss dich jetzt, ja. So, Kommando ist auch erledigt, ne? Dieser eine Kommando-Kampf der Invasion. Ich habe 77 Goldbarren bekommen. Wir können den nächsten angreifen. Hier kann man sich also easy Goldbarren beschaffen. Ein Dschungel. Keine Warkarten habe ich hier. Eine Artillerie. Ich habe schon große Probleme, überhaupt erstmal die Einheiten zu killen. Und dann soll ich den da irgendwie auch noch kaputt machen. Ich habe bisher null Damage gemacht, ne? Weil ich auch nicht... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man dem Schaden machen kann. Ich weiß es einfach nicht. Da steht jedes Mal immun. Also wirklich habe ich noch nicht gerafft. Natürlich wieder eine fette Drohne. Oh, da hat er sein Schild verloren. Und jetzt hat er ein Schild bekommen. Hm. Was genau bedeutet das? Wahrscheinlich indem ich Einheiten töte, oder? Ist das so, muss ich Einheiten verloren? Tatsächlich muss ich. Muss ich. Dann hat sie wieder Schild bekommen. Boah, das ist ätzend. Dann machen die super viel Damage. Oh, ich hatte nur eine bestimmte Zeit, ja. Huch! Naja, immer 1128 Damage. Kann man aber machen. Naja, ich könnte jetzt noch zweimal angreifen, ne? Und jetzt würde ich halt entsprechend... Hätte ich mal nicht draufdrücken sollen, ne? Nach 20 Sekunden... Na, nicht so lange. 10 Sekunden waren es diesmal. Achso, ich brauche... Okay, das hat mit dem nichts zu tun. Invasion ist noch was anderes. Kommando kriegst du die Kämpfe hier. Ne? Die normalen Gefechte. Machen wir auch mal.
Um dort dann Punkte zu bekommen in unserer Arena. So, schlechter. Mein Grenadier ist, ne, was ist das? Doch, ist der Grenadier, ne? Der hat ein bisschen mehr Damage als der Gegner. Level 15 ist auch seine Granate. Der zweite von rechts. Oh, ernsthaft, Alter? Was für eine Streuung. Ich hasse die Drohnen. Na, verdammt nochmal. Dann kommen auch eine Runde. Bam. Ein leeres Magazin. Er hat eine Kiste geklaut. Ich hab nicht drauf geachtet. Granate! Ja, ich weiß nicht. Ich finde das seit einer bestimmten Liga oder so, ist es einfach abnormal heftig geworden. Klar möchte man schwere Gegner, aber jemand, der die ganze Zeit Walker... Guck dir das an, Alter, die benutzen nur Walkkarten. Das macht überhaupt keine Laune. Ich weiß nicht, auf was ich mich noch konzentrieren soll. Kisten, die runterkommen. Granaten, die geschossen werden. Drohnen, Granaten kannst du schießen. Da musst du Autoeinsatz machen. Dies, das, jenes. Oh. Viel zu viel. Ey, wie viele Warkarten hat denn der Typ? Oh, kommen gerade wieder nur Sniper. Der hat gerade nur Sniper auf dem Feld. Gut, Barren. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich davon halten soll. XP mal 2 gibt anscheinend gerade irgendwie ein Event. Machen wir noch eins. Ich habe keine Buddy-Karten. Soll ich mir mal ein paar holen? Ich soll noch mal ein paar mehr. Ich soll auch einfach mehr, aber das kann ich nicht. Ich kann nicht jedes Mal 3 Karten benutzen oder 4. Habe ich ganz schnell keine mehr. Ich glaube, ich muss sie einfach benutzen. Ne? Cracked G Major. Auch wieder. Vielleicht soll ich mir auch eine Drohne kaufen, weißt du? Einfach kaufen. Ich habe bisher noch nicht einen einzigen Gegner gesehen, der keine Drohne hatte. Nicht einen einzigen. Ups. Alter. 4 Sniper.
Drohne, Level 30er Drohne, na klar, hau raus, das Zeug. Ja, kriegst du auch was. Schöne Level 30er Drohne, macht man. Easy going. Ah, oh doch, getroffen, nice. Das ist ein Bazooka. Ding. Ich glaube, ich kaufe jetzt auch die Drohne. So. Meine Armee. Für 169 müsste ich die kaufen, aber ich kann einen Fallschirmjäger auch noch kaufen. Der wird gerade aufgerüstet. Den Schurken kann man sich kaufen. Oh, mit einer Armbrust ist natürlich auch mega geil. Drohne. Hm. Fallschirmjäger. Aber wollen wir den mitnehmen statt dem hier? Wobei, das ist ja so einer. Kann ich noch einen mitnehmen? Für fast 100.000 ein Fallschirmjäger. Dann kaufen wir uns mal den. Oh, ist das dein Ernst? Um eine Einheit zu kaufen, muss ich mein Training abschließen. Das ist so behindert. Ohne Scheiß. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und hier haben wir auch noch was. Oh, eine neue Sniper, eine Dragon. Mehr Schaden, dafür weniger Magazin. Und die muss man sich auch natürlich, muss ich warten, bis die Frag abgeschlossen ist. Yeah, finde ich toll. Noch eine Schrottflinte. Naja, gut, das muss man dann beim nächsten Mal machen, ne? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, an der Stelle kurze kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Warfriends. Bis dahin, haut da rein. Ciao, ciao.